Deutsche Rentenversicherung verweigert die Mütterrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein Fall aus der Beratungspraxis von rentenbescheid24.de. Aktuell erreichte uns eine Beratungsanfrage und zwar geht es darum, dass der Anfragende seit 2015 die Mütterrente für zwei Kinder bekommt, denn seine Frau ist in den 70er Jahren verstorben, vor 1986. In seiner Rentenanpassung zum 1.7.2019 ist die Erhöhung der Mütterrente ab dem 1. Januar 2019, Stichwort Mütterrente 2, nicht mit enthalten. Er hat dann im August 2019 die Deutsche Rentenversicherung auf das Problem hingewiesen und hat um Abhilfe gebeten. Und er hat bis heute keine Antwort erhalten. Und er fragt, warum zahlt mir die Deutsche Rentenversicherung meine Mütterrente nicht aus? Und da stelle ich auch berechtigt die Frage an die Deutsche Rentenversicherung, warum zahlen Sie diesem Menschen, diesem betroffenen Rentner die Mütterrente nicht aus? Denn die Rechtslage ist doch eindeutig. Unser Mandant hat aufgrund einer Sondervorschrift im § 249 SGB 6, nämlich als Vater die Mütterrente oder die Kindererziehungszeiten zuerkannt bekommen. Seine Frau ist vor 1986 gestorben. Und sie haben ihn ja in der Mütterrente 1 zum 1.7.2014 die Mütterrente zuerkannt. Das heißt also, hier fehlt als Zuschlagsvariante ein Entgeltpunkt. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, warum reagieren Sie nicht auf seine Schreiben? Wir haben unserem Mandanten empfohlen, dass er hier schriftlich nochmal eine Frist setzt und sie deutlich darauf hinweist, dass er Anspruch auf die Mütterrente hat. Und sollte auf diese Fristsetzung keine Reaktion erfolgen, haben wir ihm mitgeteilt, dass er dann für diesen Fall eine Dienstaufsichtsbeschwerde einleiten sollte gegen den entsprechenden Sachbearbeiter und hier auf einen Ablehnungsbescheid bestehen soll, damit er dann auch Rechtsmittel einlegen kann oder auch entsprechend dann den Rechtsschutz über das Klageverfahren beim Sozialgericht suchen kann. Ich bin aber der Meinung, dass das unnötig ist. Die Deutsche Rentenversicherung hat die Pflicht, die Mütterrente 2 auszuzahlen. Die Zeiträume sind längst vorbei. Es kann sich hier möglicherweise nur um ein organisatorisches Versehen handeln, aber das kann natürlich nicht zulasten unseres Mandanten gehen. Näheres zum Thema Mütterrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.